Willkommen bei CAP. Vom Tonet-Schaukelstuhl bis zum Montafoner Tisch untersucht und bearbeitet die österreichische Möbelrestauratorin Christina Fuhrmann Holzmöbel auf einzigartige Weise. Nicola ist heute unser Kapitän und spricht mit Christina, wie sie ihr Unternehmen Schellerklaus aufgebaut hat, ihre Methode, die alten Lieblingsstücke wie eine Archäologin zu studieren und wie man sich als Frau in ihrer Profession behauptet. Liebe Christina, willkommen bei unserem CAP-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf, in deiner Werkstatt, in deiner Restaurierwerkstatt. Danke, Nicola, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da heute dabei sein darf. Hier werden Möbel restauriert, von Tonet-Sessel bis zum Bauernmöbel eigentlich. Wir sitzen jetzt hier vor einem Bauernmöbel, das schon ziemlich, glaube ich mal, desolat mal ausgeschaut hat, aber man merkt, wie es langsam wieder zu seiner Form findet und zu seiner Schönheit. Wie hast denn du zu deinem Beruf gefunden? Ich weiß ja, wir kennen uns ja schon sehr lange, du hast auf der Akademie der Bildenden Künste studiert in Wien und dich dann eigentlich recht spät entschlossen, zum Holz zu finden. Eigentlich gar nicht so spät, sondern das war eigentlich nur die Akademie, das war nur ein kleines Zwischenspiel, eher so. Aber was ich dort gelernt habe, durch das viele Aktzeichnen, das genaue Schauen. Und ganz egal, in welchem Beruf man arbeitet, besonders im Handwerklichen, ist natürlich das genaue Schauen ganz wichtig. Das Erkennen und das Entscheiden und also ein Leitsatz, der mir ganz wichtig ist, eigentlich so ein Lebensleitsatz, das ist, nicht alles, was möglich ist, ist nötig. Also und genau an das ist also so eine Richtschnur für mich überhaupt und ist natürlich beim Restaurieren ganz wichtig, weil man kann natürlich alles platt machen und man kann natürlich jede Macke entfernen, aber das Möbelstück soll eine Geschichte erzählen. Und die soll bleiben und die soll man erkennen. Ja, das stimmt, weil Möbelstücke, die Geschichte erzählen, die haben ja einen großen Wert. Merkt man jetzt auch immer, was bedeutet eigentlich Luxus? Das ist nicht mehr nur das Möbelstück, das teure, edle, sondern oder das neue Designer-Möbelstück, sondern eben auch gerade ein Möbelstück, das eine Geschichte erzählt und wie du sagst, noch so ein Leben in sich hat. Ja? Und dieses Leben, das kannst du ja wieder beleben. Wie gehst du jetzt an ein Möbelstück heran? Wir sitzen jetzt vor diesem Bauern, was ist das, ein großer Tisch mit Intarsien? Das ist ein Montafoner Tisch, kommt ursprünglich aus Vorarlberg. Die gibt es etwa seit 300 Jahren und dieses Stück ist auch schon recht alt. Also das dürfte so von 1810, 1820 sein und ist von einer Privatkundschaft, die das sehr schätzt und der das wichtig ist, dass das wieder instand gesetzt ist. Und natürlich, es gibt auch bei den Möbeln an sich, also bei den alten Möbeln an sich Qualitätsunterschiede, aber dieses spezielle Stück ist eigentlich sehr schön gearbeitet und auf alle Fälle wert, dass man das wieder instand setzt. Aber jede Macke bleibt, es wird dieser Tisch ist, in der Mitte ist eine Schieferplatte, auf der wurde einerseits natürlich kann man da Pfannen abstellen, aber andererseits ist das einfach auch verwendet worden, um Dinge aufzuschreiben beim Kartenspielen. Die Schrift beim Jassen hat man da aufgetragen. Oder also mit der Kreide? Mit Kreide, ja. Okay. Genau. Ja, Schiefertafel, klar. Genau, Schiefertafel. Kinder haben da ihre Hausübungen gemacht, ihre Rechenbeispiele. Also da ist sicher schon viel geschrieben worden auf der Platte. Die ist jetzt zwar leider zerbrochen, aber meine Kundschaft hat gemeint, sie kennt sie so, die war immer so, seit sie kennt und sie lebt damit und das ist in Ordnung. Ja. Und jeder Kratzer, sagst du, der hat auch erzählt was vom früheren Besitzer. Und ja. Es gibt auch hier so Intarsien. Ich meine, wenn man jetzt genau den Tisch anschaut, ja, und den würde man jetzt so am Dachboden finden, so wie du ihn vorgefunden hast, dann viele würden sich wahrscheinlich denken, ja, boah, der ist ja jetzt nichts mehr wert. Ja. Aber um den Wert geht es ja gar nicht, ne? Weil du... Ja. Also, oder nicht um den monetären Wert, ne? Ja,
Es ist immer die Frage, warum lasst man was restaurieren? Meistens sind es doch Lieblingsstücke oder eben Möbel mit Geschichte, die mit Familiengeschichte oft. Die Leute erzählen mir viel über ihre Möbel oder ihre Erlebnisse mit diesen Möbeln und warum sie ihnen so wichtig sind. Und ja, erzählen mir oft dann ganze Familiengeschichten über Generationen, also meine Kundschaften. Und was natürlich dann einmal ganz nett ist, weil wenn ich dann beim Restaurieren bin, dann denke ich da ganz viel drüber nach. Also wenn die Leute wüssten, wie viel ich über sie und ihre Möbel nachdenke während der Arbeit, die würden staunen. Aber ja, es ist natürlich auch so, man muss sich ja so ein bisschen bekannt machen mit dem Möbel, man muss ein bisschen vertraut werden. Wo liegt die Problematik? Was ist da los? Also bei Möbelstücken, die etwas komplizierter sind und die nicht gleich durchschaubar sind, wie jetzt zum Beispiel bei einem wackeligen Stuhl, da ist dann schneller mal klar, was die Problematik ist, aber wenn etwas ein bisschen größeren Stil beschädigt ist, dann ist das Anfangen oft einmal schwierig. Also es wird dann eher so umkreist von mir und beklopft und ja, gewendet und bestaunt. Ja, und dann habe ich oft das Gefühl, puh, das wird jetzt viel Arbeit. Und dann fange ich ganz gern an, das ein bisschen hinaus zu zögern. Aber irgendwann ist mir klar, so, jetzt muss ich anfangen, sonst wird das nie was. Ja, und dann habe ich natürlich inzwischen dann auch so ein bisschen Klarheit im Kopf und dann weiß ich, wo es losgehen soll. Und wenn einmal der Anfang da ist, dann komme ich in den Fluss und dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Und dann erzählst du ja immer wieder auf Instagram, auf deinem Instagram-Account, der heißt Schellerklaus. Genau. Den verfolge ich mit Interesse, weil da erzählst du dann oft Dinge, eben wie du technisch oder wie du dich da heranwagst, aber wie zum Beispiel du Stellen findest, die dann mit einem bestimmten Leim geklebt worden sind, und das ist jetzt zum Beispiel ein Leim, der dann nicht auf einen anderen Leim passt, oder ich war einmal bei dir, da hast du gerade Knochenleim angerührt. Mhm. Was hat es mit dem Knochenleim auf sich? Also die alten Möbel, die sind eigentlich alle mit Knochenleim, Gluteinleimen verleimt worden. Das waren einfach war der Leim, den man gehabt hat. Und die werden wirklich aus ausgekochten Knochen und Hautteilen, das wird ausgekocht, und diese Gelatine oder diese Klebemittel, die werden dann zum oder sind früher eben schon zum Verleimen von Möbeln und von Furnieren verwendet worden. Und das Tolle an diesen Leimen ist, dass sie reversibel sind. Die sind wasserlöslich und man muss sie erwärmen. Da gibt es einen eigenen Leimkochtopf, in dem man dann immer die gleiche Temperatur hat, weil die dürfen nicht zu heiß sein, weil dann wird der Leim wieder kaputt werden. Aber das Tolle ist, man kann die erwärmen und kann in ein Möbel, das zu restaurieren ist, wo eine Stelle locker ist, das kann man einspritzen mit einer Spritze. Und diesen warmen Leim, und der verteilt sich dann schön. Dann lege ich dann ganz gern so diese alten Bügeleisen, die man jetzt so am Flohmarkt findet, drauf, dass ich auf der Herdplatte warm mache, und dann verteilt sich das schön unter dem Furnier zum Beispiel. Und das Tolle daran ist eben auch, ich muss jetzt nicht den alten Leim wegkratzen, damit ich einen neuen Knochenleim auftragen kann, sondern der alte Leim wird auch wieder weich. Das verbindet sich, wenn man das jetzt sozusagen eben mit einem Weißleim, das ist jetzt der klassische, der moderne Leim, leimen wird. Erstens, auf dem Knochenleim haltet nie ein Weißleim, weil der Knochenleim einfach ins Holz tiefer einsinkt und der Weißleim nur so eine Schicht oben aufmacht. Geht natürlich auch ein bisschen rein, also es löst sich nicht ganz gleich wieder, aber auf lange Sicht haltet es nicht. Und ich muss das dann immer mühsam entfernen, damit die wieder nach der alten herkömmlichen Methode, also mit Knochenleim, diese Stelle wieder leimen kann. Also wenn man zu Hause ein Möbelstück hat, das man so geschwind selber leimen will, niemals mit normalem Leim. Damit man lieber mit Dixo. Oder Tesa. Ja, genau. Ja,
Ich sehe jetzt hier, du hast ja eine Vielzahl an alten, uralten Bügeleisen von, die sind ja über 100 Jahre alt, die da jetzt da drauf stehen und die du da drauf fixiert hast. Naja, so alt sind sie glaube ich nicht. Ja, aber sie schauen zumindest. Aber 100 kann schon hinkommen. Aber die sind schon alt und ja, sind halt gesammelt vom Flohmarkt und sind meine Helfer. Beim Verleimen vom Furnier, da geht es dann einfach auch darum, wenn man da was unterspritzt und das wird dann mit einer Zwinge fixiert, festgepresst, dann kann es sein, dass zwischen den zwei Furnieren dann immer noch Unterschied ist und das nicht ganz schön flach ist. Und wenn ich da jetzt dieses warme Bügeleisen draufstelle, dann schmilzt das nochmal nach und ebnet sich ein sozusagen. Ja, wir werden das dann zeigen, die Fotos von diesem tollen Tisch, wenn wir dürfen, auf deiner, auf unserer Instagram-Seite und du auch auf deiner, die übrigens Schellack-Klaus heißt, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Das heißt, Schellack ist auch etwas, das dich von Anfang an begleitet hat, wo du gelernt hast, mit Holz umzugehen. Also nach deiner Ausbildung zur Möbelrestauratorin war Schellack, kann ich mich erinnern. Ja, diese Schellack-Politur ist natürlich so... die große Sache beim Müll restaurieren und da erkennt man natürlich immer gleich den tollen Restaurator oder die tolle Restauratorin und da wird dann natürlich gefachsimpelt unter Restauratoren, dass der eine das nicht so gut macht wie der andere und warum der eine das besser macht und ja, also da muss jeder seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Das heißt, und unter den Restauratoren, weil du hast auch mal geschrieben in einem Post bei Instagram, dass dass es gar nicht so einfach war, als du begonnen hast, mit wie vielen Jahren, wie alt warst du, 25? Ja. Hast du dich selbstständig gemacht? Ja. Also eigentlich sehr früh, also Entschuldigung, natürlich bist du nicht spät zum Holz gekommen, sondern früh. Aber wir kennen uns schon so lange, deswegen war für mich natürlich der Werdegang nach der Akademie dann spät. Aber das heißt, mit 25, wie war es da für dich jetzt, dich in diesem Beruf zu behaupten? Natürlich, das kommt... Die Ausbildung war eigentlich Ausbildung zur Tischlerin und die habe ich jetzt nicht bei einer Lehrstelle gemacht, sondern habe die Fachschule für Tischlerei besucht. Sie hat richtig von der Pike auf gelernt, genau. Tischlerin zu sein. Das war mir wichtig, einfach um das Holz zu verstehen und das Arbeiten vom Holz zu verstehen und wie man es verbinden kann. War mir wichtig, so eine Ausbildung zu machen und ich hätte mich auch interessiert für eine Lehrstelle, aber das war wahnsinnig schwierig. Diese Lehrherren oder diese Meister haben mich immer mit großen Augen angeschaut. Ich als Frau, bauen wir kein zweites Klo ein und so. Also das war... Wahnsinn. Ich dachte, ja, okay. Und eigentlich war es mir dann auch lieber, diese Ausbildung in einem schulischen System zu absolvieren, als so auf einen Meister angewiesen zu sein. Da haben wir gedacht, nein, das gefällt mir eigentlich nicht. Und ich war dann auch wahnsinnig ehrgeizig, dass ich mich da in diesem Beruf bewähre, also auch von der körperlichen Arbeit. Und es ist halt immer, man war halt immer irgendwie die Frau, die schwache Frau. Und das wollte ich beweisen, dass das nicht stimmt und dass auch eine Frau eine Tischlerin sein kann und dass auch eine Frau eine Restauratorin sein kann. Ich habe sogar Kundschaften gehabt, die dann gesagt haben zu mir, die mir ein Möbelstück gebracht haben, also natürlich Männer, die dann gesagt haben, na, eigentlich, wenn ich Zeit hätte, würde ich das ja selber machen. Ja, klar. Und ja, wenn ich damals nicht so angewiesen gewesen wäre auf jeden Auftrag, dann hätte ich dieser Person natürlich gesagt, wissen Sie was, dann machen Sie es selber. Genau. Ja. Wahnsinn, ja. Aber dabei, ich meine, was du aus diesen Möbelstücken rausholst, das heißt, einerseits schaut das Möbelstück aus wie, eben nicht wie neu, aber es ist wieder in seinem vollen Glanz da, aber es ist ein Möbelstück, wo du eben weißt, es ist in Benutzung gewesen, es hat Geschichte, es ist aber noch voll, ja, es ist funktioniert, es wackelt nicht, es ist nichts verzogen. Alle Intarsien sind wieder wunderschön. Was waren so für dich von den Möbelstücken her so die ältesten vielleicht, die du mal bearbeitet hast oder wo du sagst, das war für dich eine große Herausforderung? Ja, es gibt natürlich schon immer wieder besondere Stücke, aber ich muss sagen, das bin ich schon öfters auch gefragt worden, aber das ist mir nicht so wichtig. Was mir viel wichtiger ist, dass ich mit der Kundschaft gut zurechtkomme, dass wir da dieselbe Sprache sprechen, dass wir uns verstehen,
dass mit Geld und Arbeitszeit, dass das eine Balance hat und dass es gelingt. Also was ich restauriere, ist mir eigentlich nicht so wichtig, wie dass das drumherum einfach passt und ja, dass jeder damit zufrieden ist. Und von den Techniken her, das heißt, das hast du dir alles eigentlich dann selbst beigebracht nach der Tischlerei-Schule. Zum Beispiel einen Tone-Schaukelstuhl zu restaurieren, stelle ich mir auch ganz schön schwer vor, weil da ist ja nicht nur das Möbel, sondern dass es auch richtig schaukelt, dann das Geflecht. Haben die auch ein Wiener Geflecht? Das ist ja auch so. Ja, meistens. Das, ja. Ja, bei den Donutstühlen, da ist meistens die Problematik die, dass die sind ja verschraubt. Diese Buchholzteile sind aneinander geschraubt und die lockern sich mit der Zeit. Donut hat eigene Schrauben gehabt. Normalerweise ist der Schraube konisch und die Donutschrauben, die sind aber gerade. Dadurch können sie sich besser verkeilen und das ist ein spezieller Schrauben. Das heißt, bei mir wird alles aufbehalten, jeder Schraube wird hoch geschätzt. Und jetzt ist es so, dass diese Donutstühle, die Schrauben lockern sich mit der Zeit. Das ist ganz normal durch die Bewegung. Und wenn die Kunden selber diese Schrauben nicht anziehen, lockert sich das immer mehr. Und das Loch wird dann immer größer und irgendwann ist alles so wackelig, dass das Anziehen der Schraube eigentlich nichts mehr nützt. Und dann muss man die Löcher zumachen und neu bohren. Und dass da der richtige Winkel wieder drauf ist, das ist das Schwierige eigentlich oder die Herausforderung. Deswegen wäre einfach wichtig, dass man einfach einmal im Jahr, zum Beispiel beim Donutstuhl, seine Schrauben anzieht. Ist nichts dabei und man kann das Möbel einfach schonen und muss es nicht restaurieren. Dann halten die ewig. Dann halten die wirklich ewig. Und Tonet, das ist ja, du sagst Buchholz, das Besondere bei Tonet war ja, dass sie das Holz mit Wasser unter Wasserdampf gebogen haben. Ja. Also das war nicht nur Tonet, da hat es natürlich noch andere gegeben, aber Tonet ist natürlich das bekannteste und berühmteste. Mhm. Ja. Ja, das stelle ich mir schon ganz schön schwierig vor. Aber das heißt, wenn man selbst ein Möbelstück hat, dann pflegt man es, indem man es immer wieder mit einlässt, mit Möbelpolitur. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder, nein, gell? Mm-mm. Das wollte ich gerade sagen, da gibt es wahrscheinlich auch wieder ganz verschiedene Dinge aus der Werbung. Nehmen Sie das oder jenes, womit pflegt man eigentlich am besten sein Holzmöbelstück? Man muss natürlich dazu sagen, inzwischen lebt man ganz anders mit diesen Möbeln. Früher ist man da viel achtsamer umgegangen. Also man hat sich jetzt auf so einen Stuhl nicht hingefletzt, sondern man hat sich niedergelassen. Und eigentlich muss man mit alten Möbeln auch anders umgehen als mit einem IKEA-Möbel, wo man sich denkt, ja, das habe ich jetzt 5 Jahre und dann werfe ich es auf den Müll, weil es interessiert, es gefällt mir dann eh nicht mehr. Es ist schon ein anderer Umgang mit diesen Möbeln. Und da geht es zum Beispiel auch darum, dass man auf eine Luftfeuchte schaut. Hygrometer hat. Weil wenn die Luft zu trocken ist, dann haben wir es wieder, sind wir wieder beim Knochenleim, dann trocknet der aus, dann springt der, dann wird alles locker. Und da hat man natürlich dann auch wieder einen großen Schaden. Die direkte Sonneneinstrahlung, das UV-Licht macht ganz viel kaputt. Das ist, man muss dann doch mit Vorhängen arbeiten oder wenn man verreist, das irgendwie abdecken. Das hat man früher auch so gemacht. Also das ist schon ein anderes Leben mit alten Möbeln. Also was man aus Filmen kennt, die alten Häuser, die Sommerhäuser, die dann die Möbel verdeckt haben, das ist nicht der Staub, aber eigentlich auch das Ausbleichen. Man hat einfach längerfristig gedacht und man, das ist ja jetzt eh wieder mehr Thema, Gott sei Dank. Merkst du, dass da mehr Leute jetzt auf dich zukommen als vielleicht vor 10? Das kann ich jetzt nicht sagen. Wer gern Geld ausgibt für Möbel, das sind schon Menschen, die aus dem Kleinkinder, aus dem Familienleben heraus sind, die da, ja, und die einfach auch Geld übrig haben für sowas oder die sowas dann an die jüngere Generation weitergeben wollen oder ja, oder die einfach ja, Geld übrig haben für sowas inzwischen. Also junge Leute, das gibt es auch hier und da, aber seltener. Und bin jetzt eh gespannt, wie sich jetzt so die wirtschaftliche
Situation entwickelt, weil natürlich sowas wie Möbel restaurieren ist natürlich schon ein Luxus. Ich denke mal schon, dass so Möbel mit Geschichte, dass eben gerade dieses Vererben und Weitergeben, dass das schon eigentlich zunimmt. Ja? Dass das ja, einfach eine, hm. dass es auch der größere Luxus sein wird, als ein edles Designerstück zu hm. kaufen. Überlegen sich ja dann doch einige, wie möbliere ich jetzt meine Wohnung und habe ich nicht vielleicht doch selber ein Stück oder ich erwerbe vielleicht auch ein restauriertes Stück. Ne? Ja, ich kann es eben nur noch vergleichen mit dieser Krise 2009, also die war schon spürbar. Da ist dann schon mal eine Zeit lang, einige Monate, das Telefon ruhig geblieben, wo ich mir dann schon gedacht habe, so, wenn es jetzt so weitergeht, muss ich mir was überlegen. Aber das war eigentlich das einzige Mal, wo es irgendwie so ausgeschaut hat. Ja. Aber da waren die Leute vorsichtiger mit Geld ausgeben, um das geht's. Und ja. Aber bezüglich der Nachhaltigkeit wäre es natürlich schon besser. Natürlich. Aber da, das braucht dann halt ein großflächigeres Verändern in der Gesellschaft, glaube ich. Ja. Was braucht man alles? Was muss man sich neu anschaffen? Ist das notwendig? Oder hab ich vielleicht eh was und man kann was draus machen? Das hat ja auch was mit Kreativität zu tun. Wie kombiniere ich so ein Möbel mit anderen Dingen? Was lässt sich da machen? Das ist ein Unterschied. Aber wenn ich die Dinge, die schon da sind, schätze und wenn ich die einbinden will, wird natürlich auch das Wohnen vielleicht auch wieder ein bisschen individueller. Mhm. Und nicht mehr so IKEA-lastig zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt denkt an die Fridays for Future-Bewegung, mhm. das ist ja auch etwas, wo man, das sind zwar jetzt Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten, aber die werden ja auch wohnen und sich überlegen, kaufe ich mir Möbel von einem Großkonzern ja. oder gibt es was in der Familie? Genau, schaue ich mal, was sind denn da? Gehe ich mal auf den Dachboden vom Opa genau. und schaue genau. mal nach, was es da alles gibt. Ja. Ja, du hast ja auch immer wieder mit alten Möbeln auch, wo wir gemeinsam in Wien studiert haben, waren ja auch sehr viele alte Möbel in deiner Wohnung. Oder du hast es immer geschätzt auch. Aber auch, ja. Ja. Es kommt da eben drauf an, wie man so aufwächst. Also ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Für mich war einfach das Schauen immer ganz wichtig. Ich habe die Teppiche studiert in der elterlichen Wohnung, die Bilder haben wir vorgestellt. Was ist denn eigentlich hinter dem Wald, der da im Vordergrund ist? Was könnte das sein? Haben wir diverse Geschichten dazu überlegt. Also so hat sich halt das auch entwickelt. Durch Muße, durch Langeweile hat sich ja das Interesse am Schauen und das Erkennen an Dingen entwickelt. Und das ist halt auch wesentlich bei der Arbeit. Du hast ja früher in deiner Schulzeit ja auch immer sehr viel gemalt, das weiß ich. Und jetzt sehe ich hier auch Pinsel und Aquarellfarben von Schminke. Wofür brauchst du Farben beim Restaurieren? Zum Retuschieren von Fehlstellen. Bei Holz braucht man natürlich eher dann diese Braun- und Gelb- und Rot- und Schwarztöne. Und was heißt Retuschieren? Retuschieren heißt, eine farbliche Fehlstelle anzupassen. Und das kann man eigentlich auch ganz gut mit Aquarellfarben machen, weil die lichtecht sind und dann kann man sie verschwinden lassen sozusagen. Das ist eine Möglichkeit. Wobei auch einmal einen großen Hausaltar, einen barocken Hausaltar restauriert habe. Also ein Hausaltar, der bei Leuten zu Hause gestanden ist. Ist das ein alter Gutshof und die haben eine Hauskapelle und da war so ein richtiger Altar mit Altarbild und mit einer Bildrestauratorin, mit einer Vergolderin habe ich zusammen diesen Altar restauriert. Also ich war da jetzt für das konstruktive Holz zuständig und habe auch den Altar, der ein Marmordesign sozusagen gehabt hat, war ich zuständig, dass ich das retuschiere mit Aquarellfarben. Also da war wieder ein Punkt für Punkt gesetzt, mit einem kleinen Pinsel getupftelt. Das Tolle war, das war heißer Sommer und ich habe das im Freien machen können vor meiner Werkstatt im Garten draußen. Und das war dann eigentlich eh ganz ein beschauliches Tupfteln. Am Hausaltar, so am Hausaltar, ja genau. Ja, braucht man vielleicht auch gutes Licht, oder? Wenn man gerade mit Aquarell und arbeitet. Gerade im Freien ist das dann ganz, ganz angenehm, weil da das Licht einfach das Naturlicht ist. Und ja, ich habe zwar schon so eine Naturlichtlampe, aber im Freien ist doch besser. Ja, deine Werkstatt ist wunderbar zum Anschauen. Die Sessel, die da an der Decke schweben, die Schemel, verschiedenste Schrauben. Und was ist alles in den Gläsern drinnen? Ja, ein Beizen,
Schellack, Polituren verschiedenster Farbtönung, Kitte, Polierballen, Bimsmehl, Martinen, Leime, Lösungsmittel. Und alte, und ganz viele alte Holzstückchen. Das heißt, die sammelst du eben, weil... Genau, jedes Holzstückchen wird aufbewahrt und aufbehalten. Furnierteile, also wenn ich... Ich habe auch schon mal eine ganze Kommode, die sich nicht mehr rentiert hat zu restaurieren, habe ich abfurniert, damit ich diese alten Furnierteile habe, weil ich setze eigentlich in erster Linie altes Furnier ein. Das passt einfach dann auch besser an den Fehlstellen. Also wenn möglich, nehme ich altes Furnier her. Oder alte Leisten, alte Profile. Ja. Und jetzt musst du mir noch erzählen, was es mit der Schellerklaus auf sich hat. Ja, die Schellerklaus, die ist eigentlich verantwortlich für den Schellack. Kommt aus Südostasien, also kommt die Schellerklaus vor und die frisst die Blätter von bestimmten Bäumen und sondert den Schellack aus. Das ist eigentlich ein Ausscheidungsprodukt der Schellerklaus. Und das sind viele, zigtausende, weiß nicht wie viele, Läuse, die das produzieren und die dann, es entsteht so eine klebrige Masse, die wird dann abgenommen. Die werden eigentlich auch schon so richtig gezüchtet, wird abgenommen, wird gereinigt. Das sind dann so Blättchen und mit verschiedenen, also mit in Alkohol kann man das lösen und mit verschiedenen anderen Harzen wird das dann vermischt, damit man die richtige Härte der Schellackpolitur hat. Also das ist die Grundlage der Schellackpolitur ist die Schellackblättchen und die Schellacklaus ist diejenige, die das produziert. Und also ein Naturprodukt. Das heißt, die ist aber nicht immer schwarz, sondern es ist verschiedenste... Da gibt es eigentlich, die ist eigentlich überhaupt nicht schwarz, sondern das ist... Man kennt es immer nur Schellack-Klavier, ne? Aber das heißt, die Schellack-Klaus ist... Schellack-Klavier, Schellack-Schallplatten, aber das ist eingefärbt. Ja. Also der Schellack ist von Blond, Rubin, da gibt es verschiedene Bezeichnungen, also es sind Gelb- bis Rottöne eigentlich. Und wenn man jetzt einen schwarzen Schellack haben will, dann muss man das einfärben. Man kann das ganz gut, die Farbnuance selber verändern mit Pigmenten. Ja. Ja, liebe Christina, herzlichen Dank für diese spannenden Einsichten ins Restaurieren. Ich bin schon sehr gespannt auf den Tisch, der da jetzt noch zur Hälfte restauriert vor uns steht. Steht noch unter Zwingen. Er ist noch unter Zwang. Aber wie du vorhin erzählt hast, ich kann mir jetzt wirklich gut vorstellen, was da schon Kinder gespielt haben. Vielleicht sind da auch wichtige Entscheidungen getroffen worden. Schnäpse getrunken. Kartenspiele verloren. Verträge unterschrieben. Häuser verspielt. Ländereien, genau. Ja, mit Geschichte. Wunderbar, ist wunderschön der Tisch. Hat 8 Ecken. Und wird demnächst bei seinem glücklichen Besitzer oder Besitzerin sein. Ja, wieder aufgestellt werden. Und ja, ich werde das natürlich beim Instagram posten. Instagram fällt mir leichter als Facebook, weil es nur mit Bildern arbeitet und kurzen Texten. Facebook, das ist mir zu viel Blabla. Liebe Christina, herzlichen Dank und alles Gute. Wer unseren Podcast und auch diese Folge gerne angehört hat, freuen wir uns über ein Like. Du freust dich auch über viele Abonnenten deines Instagram-Accounts, wir ebenso. Ich beantworte auch gerne Fragen. Ja, genau. Also natürlich. Wenn man eine Frage hat zu einem Möbelstück, dann gerne sich an Christina Fuhrmann wenden. Herzlichen Dank, Christina. Alles Gute. Dankeschön, Nicola.